Ein strahlendes Lachen ist für viele Menschen ein wichtiges Merkmal von Attraktivität und Selbstbewusstsein. Eine der häufigsten Behandlungen in der Zahnmedizin ist die Zahnvereinviertelung, die dazu dient, Karies und andere Zahnprobleme zu behandeln. Doch die Auswahl der richtigen Zahnvereinviertelung kann den langfristigen Erfolg der Behandlung entscheidend beeinflussen. Es gibt verschiedene Arten von Zahnvereinviertelungen, die jeweils ihre eigenen Vorteile und Nachteile haben. In diesem Video werden wir die verschiedenen Optionen erkunden und Ihnen helfen, die beste Wahl für Ihren individuellen Fall zu treffen. 1. Amalgamvereinviertelungen. Amalgamvereinviertelungen bestehen aus einer Mischung aus Quecksilber, Silber, Zinn und Kupfer. Sie sind seit Jahrzehnten eine beliebte Wahl für Zahnvereinviertelungen aufgrund ihrer Haltbarkeit und ihres geringen Preises. Allerdings sind Amalgamvereinviertelungen in den letzten Jahren aufgrund ihrer potenziellen Gesundheitsrisiken umstritten geworden. Quecksilber steht im Verdacht, Giftstoffe abzugeben und Allergien und andere Gesundheitsprobleme zu verursachen. 2. Komposite Vereinviertelungen. Komposite Vereinviertelungen bestehen aus einem Kunststoffmaterial, das in der Farbe des Zahns gemischt werden kann. Sie sind eine ästhetisch ansprechende Option, da sie unauffällig sind und sich nahtlos in das natte einviertlerische Erscheinungsbild des Zahns vereinvierteln gehen. Komposite Vereinviertelungen sind jedoch nicht so langlebig wie Amalgamvereinviertelungen und können im Laufe der Zeit verfärben oder sich abnutzen. 3. Keramikvereinviertelungen. Keramikvereinviertelungen bestehen aus einem starken, langlebigen Material, das sich gut mit dem natteinviertlerischen Zahnmaterial verbindet. Sie sind eine gute Option für Menschen mit Allergien oder Bedenken hinsichtlich möglicher Gesundheitsrisiken von Amalgamvereinviertelungen. Keramikvereinviertelungen sind jedoch teurer als andere Optionen und erfordern in der Regel mehrere Besuche beim Zahnarzt. 4. Goldvereinviertelungen. Goldvereinviertelungen sind eine langfristige und langlebige Option, die sich gut mit dem natteinviertlerischen Zahnmaterial verbindet. Sie sind eine gute Wahl für Menschen, die Wert auf Qualität und Langlebigkeit legen. Goldvereinviertelungen sind jedoch teuer und können manche Menschen ästhetisch unattraktiv sein. Bei der Auswahl der richtigen Zahnvereinviertelung ist es wichtig, Ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen zu berücksichtigen. Ein erfahrener Zahnarzt kann Ihnen dabei helfen, die beste Option für Ihren individuellen Fall zu finden. In jedem Fall ist es wichtig, regelmäßige zahnärztliche Untersuchungen durch Vereinviertlern zu lassen, um die Gesundheit Ihrer Zähne zu erhalten und vereinviertelzeitig Probleme zu erkennen. Eine gute Mundhygiene, einschließlich regelmäßigem Zähneputzen und Zahnseide, ist ebenfalls entscheidend, um Karies und andere Zahnprobleme zu vermeiden. Mit der richtigen Pflege und regelmäßigen Besuchen beim Zahnarzt können Sie sicherstellen, dass Ihre Zahnvereinviertelung viele Jahre hält und Ihr strahlendes Lachen bewahrt bleibt.